Hallo Holzfreunde, ich möchte euch diese Rundstab-Frisstation vorstellen. Diese könnt ihr euch ganz leicht selber bauen und damit könnt ihr euch dann Rundstäbe nach euren Wünschen herstellen. Diese Frisstation ist einfach und simpel gehalten, sodass sie sich jeder nachbauen kann. Brauchen tut ihr für diese Frisstation ein Stück Hartholz, bei mir ist es Ahorn, eine Oberfräse, möglichst mit Feineinstellung, und eine Bohrmaschine, welche Art auch immer. Zuerst reiße ich mir die Position der Bohrung an, die hinterher den Rohling aufnimmt. Das mache ich möglichst mittig. Und bei mir sind es 5 Bohrungen, die auf meinem Kantel Platz finden. Bohren tue ich das jetzt alles mit einem 30er Pfostner Bohrer bis zu einer Tiefe von 2/3 meiner Werkstückhöhe. Mit diesen 30 mm Durchmesser könnt ihr später Rundstäbe bis zu einem Durchmesser von 20 mm herstellen. Ich bohre alle meine 5 Bohrungen mit dem 30er Pfostner Bohrer, damit ich nachher von der Kantenlänge nicht so viele unterschiedliche Rohlinge brauche, sondern alle Rundstäbe bis zu einem Durchmesser von 20 mm kann ich dann mit einem Rohling erschlagen. Das ist zwar dann nicht besonders materialsparend, aber es erleichtert die Sache doch ungemein. So kann ich mir dann ein paar Rohlinge vorab sägen und auf Halde legen. Jetzt bohren wir die Durchmesser, die eure Rundstäbe später haben sollen. Dazu bohrt ihr jetzt ein Durchgangsloch genau mittig der ersten Bohrung. Ich bohre hier auf mit einem 10 mm Bohrer. Das heißt, mein Rundstab wird später einen Durchmesser von 10 mm haben. Die anderen Bohrungen könnt ihr jetzt frei wählen, wie ihr sie aufbohrt und was für Rundstäbe ihr braucht. So sieht die ganze Station jetzt aus. Verschiedene Durchmesser für verschiedene Rundstäbe. Nun kommt die Bohrung für die Oberfräse und den Fräser. Die Bohrung setze ich jetzt genau in die Schnittstelle der kleinen und großen Bohrung. Wählt die Bohrung nicht zu klein. Ich bohre hier 10 mm, weil ich später einen 6 mm Fräser benutze. Ihr bohrt jetzt so tief, bis dass der Bohrer den kleinen Durchmesser erreicht. Hier habe ich, einmal zum besseren Verständnis, einen Querschnitt gesägt. Vorne findet ihr den 30er Durchmesser für den Rohling, hinten den beliebigen Durchmesser für euren Rundstab, oben die Bohrung für den Fräser der Oberfräse und unten habe ich noch eine Bohrung für die Absaugung gemacht. Die ist aber nicht unbedingt notwendig, ihr könnt auch von oben absaugen. So, jetzt geht's aber ans Fräsen. Unsere Rundstab-Frisstation ist nämlich schon fertig. Mit 2 einfachen Zwingen befestige ich die Oberfräse. Der Fräser wird jetzt so weit abgelassen, bis kurz vor der kleinen Bohrung. Dafür ist die Feineinstellung der Fräse recht hilfreich. Wichtig ist jetzt noch die Position des Fräsers zur hinteren Bohrung. Dieser Abstand ergibt die Frästiefe eures Fräsers. Diesen solltet ihr möglichst fein wählen, damit ein schönes und harmonisches Fräsbild herauskommt.
Ich nehme hier immer ungefähr einen halben Millimeter. Die Fräse ist jetzt soweit eingestellt, nun geht es zum Rolling. Dafür säge ich mir einen Vierkant, der eine Diagonale von 30 mm hat. Wählt diesen etwas größer. Ihr könnt die Kanten dann mit einem Handhobel etwas nachziehen. Somit passt dieser dann hundertprozentig in eure 30er Bohrung. Fräsen lässt sich das Ganze jetzt wirklich super. Wie ihr seht, bringt die Absaugung von unten nicht wirklich was. Die meisten Späne fliegen oben heraus. Durch einfaches Drehen des Rohlings und etwas Druck wird dieser jetzt in Rundschlabform gebracht. Der Vorteil hier durch die Handdurchführung ist, dass man den ganzen Rohling benutzen kann. Und schon ist euer Rundstab fertig. Das Drehen des Rohlings kann man natürlich auch einem Akkuschrauber überlassen. Dazu fräst ihr erst von Hand einen kleinen Durchmesser an euren Rohling. Ab damit in den Akkuschrauber und los geht's. So, das war's schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und lasst ein Abo da.